So, hey Leute, für mich geht wieder ein neuer Streamtag los. Ich logge mich so ein und keine Ahnung, was hier abgeht. Das Kelp wächst bis ins, nicht bodenlose, bis ins Himmellose nach oben. Also eigentlich kann das ja nur 26 Blöcke wachsen, aber das hat sich irgendwie gedacht, okay. Weiß nicht, ob das zurückgesetzt wird, wenn es abgebaut wird oder was da los ist, aber ich baue trotzdem die Decke hier zu, so wie sie ist. Ne? Das reicht eigentlich von der Höhe und allem Möglichen. Aber krass, dass da einige noch nicht ganz so hoch sind. Ist halt random, aber ihr sollt eine ordentliche Portion Level drin stecken. Die werde ich mir dann mal gleich gönnen. Ich habe mir schon eine Foraging-Frucht geholt und ich muss noch ein bisschen Admin-Arbeit machen, denn Tian hat ja Folgendes. Wir haben schon gedacht, Nuch, Bug, was ist hier los? Er hat Allium GRG gezogen, aber es war die Eismauer. Und ich habe die ganze Zeit nach einem Bug gesucht, was da los war, weil im Spawn ist ja auch die Eismauer eingetragen. Ich zeige es euch eben. Und ich kann euch gleich einen neuen Patch zeigen, weil in unserem Shop ist nämlich auch was Neues. Dazu kommen wir jetzt gleich. Erstmal Richtung Hub. Ist ein Hoch da? Nein. Zweitens, Tian hat die Eismauer gezogen und es war actually auch die Eismauer. Es war nur ein Tippfehler im Namen. Der hat kein Allium GRG, das ist verfügbar. Es war das Eismauerbruchstück und es hat einfach nur einen falschen Namen drin. Tippfehler. Ich habe wahrscheinlich die Itemvorlage vergessen, den Namen zu ändern. Das war's. Es hat alles so funktioniert, wie es soll. Das ist auch fein. Ich habe einfach nur einen Tippfehler drin. Ich werde jetzt das Item mir nochmal neu holen. Ich habe es nämlich geupdatet und mit Tian dann tauschen. Der ist sogar hier. Und da will ich mal ganz kurz, ihr dürft den Command leider nicht sehen. Ich hole mal ganz kurz hier das Item. Chat geklärt. Dann bin ich hier wieder. There we go. Und dann müssen wir ganz Mach, kurz. mach! Ich zieh schneller den Jackpot. Du hast ja nur 1000 Level. Oh, ich sehe schon, dann gehen Lootboxen wieder los. Ja, ich habe auch schon irgendwie 10 aufgemacht oder so, noch nichts. Ich hatte noch niemand hat was ich bekommen. Das. Der Armor Trim war das einzige. Ah, sollen wir kurz tauschen? Ja. Okay, das Warte, lass uns in die Lootboxen hier abgucken, ob da was passiert. Seid ihr fertig oder macht ihr noch? Ja. Ja, ich weiß nicht, trau mich nicht. Ja, dann machen wir also meine Wette läuft noch 20 Sekunden, Spark. Wir können schnell hier in der Ecke dunkle Geschäfte machen. Ja, drop mir das Item. Ich wette mit euch. Spark hat eine Mechanik hinter dieses Casino geklemmt. Für jede Lootbox, ja, du die wir die Kiste kaufen, wird der Endboss ein bisschen stärker. Und ihr ballert da eure ganzen Level rein und der Endboss, der wird einfach End-OP sein. Also ich möchte nochmal klarstellen, als Jan gestern diese Eismauer gezogen hat, die ist Allium GRG, das war aber alles richtig sozusagen, nur der Name war noch falsch. Ich habe den Namen einfach jetzt geändert und das ist korrekt. Also es soll die Eismauer sein, das hat alles geklappt. Genau, es war einfach nur der Ich habe falsche wahrscheinlich Name. bei der Itemvorlage vergessen, nur vergessen, den Namen zu ändern. Okay. Ich trau mich nicht mehr. Ich mache jetzt eine. Okay. Mach. Mann, es ist nichts drin! Plot Twist, Spark hat einfach nur Rotten Flesh und er will aber testen, wie lange wir es nicht checken. Ich möchte anmerken, dass Lootboxen Endgame sind. Endgame-Content. Ja, aber man kann trotzdem was jetzt rausziehen. Ihr könnt jetzt schon absolute Endgame-Items bekommen. Aha. Boah, ja, du hast es gerade noch schmackhafter gemacht, ne? Ja, das ist sehr gemein. Ich möchte erwähnen, Endgame. Dass sich das gerade noch nicht lohnt, aber es lohnt sich für euch, weil ihr könnt Endgame. Ja, genau so klang das. 1:1. Leute, es lohnt sich nicht, aber wenn ihr was bekommt, habt ihr gewonnen. Ich mache wieder alle Falltüren auf. Ja, die Balance ist halt immer so, naja. Ich sag mal, es ist nicht unbedingt empfehlenswert. Die Sachen sind halt so selten, dass mit euren Leveln nur eine sehr geringe Chance habt. Aber ich empfehle euch, eure Level auszugeben. Oh, nehme ich. Reicht. Genug gegambelt für heute. Was denn, Lebensfrucht. Was Lebensfrucht. Oh. Was? Wie, hast du schon mal was daraus bekommen? Ja, Lebensfrucht und 2 Armor Trims. Du hast jetzt 8000 Level oder so da reingegambelt? Ja, für eine Lebensfrucht ist guter Deal. Ist das krank. Nee. Man kann aber aktuell nur 5 Herzen haben, oder? Ey, ich habe in einer halben Stunde gestern 2 Lebensfrüchte geangelt, gefühlt. Ja, aber ist mehr wert als 8k. Ey, ich angle jetzt auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich brauche Fäden. Hat jemand Fäden? Fabo, Statement zum Feister-Account. Ich hab eine Angel für dich. Zum was? Für Statement zum Feister-Account. Verstehe ich nicht. Was meinst du, Spark, hä? Glück gehabt, dass ich schon wieder vergessen habe, das in die Regeln reinzuschreiben, dass Account-Sharing nicht erlaubt ist. Das hat Stegi letztes Jahr auch gemacht. Nee, Stegi hat's einen Mod von ihm gegeben. Wait, der keine du warst das? Ja. Also ein Teil dem anderen Teil ist es noch was anderes, als einen Mod zu geben, aber. Eben. Und ich habe ja Berechtigung. Stegi hat doch, glaube ich, irgendwie einen Sklaven gehabt, der für ihn gespielt hat, ne? Ja. Traumtänzer. Ja. Ich muss aber auch Sebo ein bisschen entlassen, weil es kann ja nicht sein, dass nur ein Sky-Spieler ist. Also Account-Sharing ist jetzt richtig, richtig krass verboten, oder wie? Ich habe es in den Regeln nicht drin gehabt. Ich habe das in Craftech drin, ich wollte es auch hier reinmachen, aber ich habe die Elements vom letzten Jahr als Vorlage genommen für dieses Jahr und vergessen, nicht die Craftech-Sachen. Ich weiß, Spark, du hast das, wenn das einer macht, aber wie ist das jetzt, wenn ich zum Beispiel ich hasse jemanden das, wenn aus das einer engsten Familienkreis spielen lasse? Abgelehnt. Dürftest du nicht. Ja, irgendwie meinen Bruder oder so. Ich bin schwer krank und mein Bruder muss für mich übernehmen. Ich glaube, wenn du schwer krank bist, hast du andere Sorgen.
Nein, er muss hier zusehen, dass er hier weiterhin der Erste ist. Ich lasse mal sagen wir mal so, wie ist das, wenn ich jetzt ein Kind hätte und würde das verdonnern, dass das die ganze Zeit Kelp für mich grindet? dann kommt das Jugendamt. Wirklich der Top-Grinder, der irgendwann Kinder in die Welt setzt, damit die grinden. Das darf nur halb so lang spielen wie du, weil es hat nur 50% deiner DNA. Okay. Fair. Aber das heißt, wenn man Kinder klont, dann könnte man richtig viele Farmen bauen. Alter. Ja, what the f***. Ja, der Klon müsste halt nur erstmal aufwachsen, das dauert eine Weile. Ich darf jetzt nicht mehr auf Feistes Account hier auf dem Server joinen, richtig? Ja, macht's einfach. Außer nicht. Du bist DNA-mäßig ähnlich. Oder Feister ist dein Kind. Und das weiß halt niemand bis jetzt. Ja. Ich öffne jetzt 15 Lootboxen, okay? Wirklich? Ja. Nein. Okay, ich bin dabei. Doch. Nein. Ich muss. Ja, du hast safe irgendwie so gesagt, Leute, bei. Also der Gedanke ist, dass ihr könnt absoluten Endgame-Stuff kriegen, aber die Sache ist halt die, es heißt nicht, dass ihr ihn auch benutzen könnt, ne? Ja, aber haben ist besser als nicht haben. Ja. Die Sache ist halt die, andere haben uns dann später halt leichter, den zu kriegen. Ich probier's jetzt trotzdem, ich muss. Nix. Hau rein. Digga, ich gönn's dir so hart, ne? Das heißt, wenn man nichts siehst. Digga, ich gönn's dir so hart. Nix. Ist das geil. Guck mal, wie geil dieser Account auf Tab runtergeht. Guck mal auf Tab, Digga. Alter, zack. Vierstellig. Richtig süchtig. Ist das schön, Digga. Ist das schön, ja. Genau so muss es nämlich sein. Genau so muss es nämlich sein. Ja. Sehr schön. Oh mein Gott. Sehr schön. Und die letzte. Was? Das ist doch. Ich hab was bekommen. Ja, armer Trim halt, ne? Nein. Guck mal, Trostpreis. Wie du siehst, denn. Ein richtiger Kack-Trostpreis, ne? Armor-Trim, gönn dir. Also Spark, also das kracht wirklich. Das kracht unfassbar, Spark. Ja, warum gibst du jetzt schon nicht aus? XP wird immer weniger wert. Ja, aber jetzt, später. Die nächste wird es sein. Spark, komm, mach eine auf. Eine. Spark, mach nicht auf, weil er weiß, es kommt nicht raus. Wenn ich jetzt euch allen was wegziehe, werdet mich so erbärmlichst hassen, ihr wisst das Nein, schon. Nein, mach, komm. Okay, wechseln 1000 Level. Super. Okay. Er hat gemacht. Oh, ich hatte kurz Herzrasen. Oh. Rotten Flesh. Gut, dann gehen wir hin, holen nochmal Lizenzen, ja? Ich glaube 3000 Level? 3500? Nein, 3000 waren es. Okay. Für 3,5 kriege ich weitere 40. Das stimmt nicht richtig. Das stimmt nicht ganz. Man kriegt 100. Die Nachricht habe ich anscheinend in der vorherigen vergessen. So, für 5000 bekommst du weitere 100. Komm wieder, wenn du soweit bist. Okay, ich habe jetzt 100 gekriegt und dann kommen mal weiter 100. Und das ist aber auch erstmal dann das letzte, ja. Also 100 Slots kann ich mir jetzt noch kaufen, dann ist erstmal finito, dann sind wir 635 oder irgendwie sowas. Dann habe ich erstmal, ich glaube nicht, dass ich es nochmal erhöhen werde jetzt. Das passt schon. Leute, das wird geil hier. Ich glaube, das wird geil. Und ich hoffe, dass das sehr gute Handlungsposition für die Ocean-Leute gibt. Hier noch die Früchte und alles. Luck Potions, den Sauger. Der Sauger ist ja wirklich nur für die Ocean-Leute. Gut, Leute, ich habe jetzt mal losgelegt und weitergebaut, ne? Weiter Glas gemacht, die Farm verlängert. Und die ist jetzt nach hinten auch nochmal im selben Muster etwas länger geworden. Ich werde gleich nochmal hier dann die Abschnitte ein bisschen besser machen mit dem Dark Prismarine oder so. Aber der hintere Teil steht. Ich könnte jetzt nochmal 100 Slots kaufen, für 5000 Level, glaube ich, waren das, ne? Die kommen hier rein und dann hätte ich das Ding auch komplett aufgefüllt. Und dann ist aber, glaube ich, echt langsam erreicht. Jedenfalls, das ist so der Zwischenstand. Jetzt heißt es weiter Glasfarm hier und bauen und so weiter und so fort, damit da oben nichts rausschwimmt. Die Wände hier muss ich mal gucken, ob ich die auch irgendwie hier dann auch nochmal großflächig mit Glas vielleicht sogar zumache. Ja, ich schau mal. Aber hier gibt es dann ordentlich Progress. Leute, ich habe das ganze Feld nochmal geerntet. Ich habe 5800 Level schon wieder und ich baller die alle hier wieder in Farmslots rein. Nochmals 100. Hier steht doch jetzt, vorerst haben wir doch unser Limit erreicht. Mehr geht jetzt nicht mehr. Ich habe alle Farmslots, die möglich sind. Und ich pflanze auch nochmal die restlichen, vielleicht nicht ganz 100 an, sondern erstmal 90. Dann habe ich nämlich ein bisschen Platz noch und ein paar Backup-Slots, falls ich mir irgendwo vielleicht doch noch eine Nano-Farm oder irgendwas mache. Keine Ahnung. Ne? Ich muss die, auf die 10 Slots kommt es dann auch nicht an. Nochmal eine Forging-Frucht, ne, hole ich mir später, wenn ich sie brauche. So, Becken Ocean. Wir pflanzen noch den restlichen Stuff an. Und ja, ich werde dann zusehen, weiter voranzukommen. Kommt eigentlich noch mal ein Villager bald? Ich hoffe, es kommt noch bald ein Villager. Mit dem wir dann mit den Emeralds, ich habe noch ein bisschen Prismarin kaufen können, weil das brauche ich ganz dringend. So, und habe ich Kelp da? Ne, habe ich gar nicht dabei. Hier, schaut mal, wie viel Kelp wir aktuell haben.
Also da kommt echt gut bei rum. Alleine das sind 2000 Kelp und 4000 insgesamt brauchen wir, um den nächsten Boss theoretisch freizuschalten. Nächsten Boss, den nächsten Villager. Ran an die Farmslots. Fertig, loose.